Domradio Morgenimpuls Podcast. Jeden Montag bis Freitag hören Sie bei uns im Domradio den Morgenimpuls. Mit Schwester Katharina, ich bin Eupa Franziskanerin und ich begrüße Sie herzlich zum gemeinsamen Beten heute Morgen. Es ist weit über 800 Jahre her, aber manchmal scheint es mir, als sei das eine Geschichte von heutigen jungen Erwachsenen. Der junge Mann hatte alles, was man sich so wünscht. Einen reichen Papa, der seinen Sohn gern mit allem ausgestattet hat, was er haben wollte. Eine Mutter, die ihn über alles liebt und mit ihrer Liebe die Härten des Vaters abgemildert hat. Französisches und italienisches Blut in den Adern und somit eine angenehme Stimme, überschäumendes Temperament und tänzerische Begabung. Eine große Clique von Kumpels und Saufkumpanen, deren Anführer er gern war. Aber er hatte keine Idee, was er mit seinem Leben machen sollte. Als Tuchhändler, Kaufmann und Europareisender zu leben, war irgendwie am Anfang spannend, aber eigentlich nicht seins. Ein angesehener Ritter in einem großen Heer schon eher. Aber eine Stimme im Inneren sagt ihm, geh nach Hause, ich werde dir sagen, was zu tun ist. Ein dritter Versuch, als junger Stadtbürger in den Krieg gegen die Feindesstadt Perugia zu ziehen, endet im Gefängnis und dann wieder in Freiheit, in Depressionen und tiefster innerer Verzweiflung. In seiner Not brüllt er den Herrn am Kreuz in San Damiano an, was willst du eigentlich von mir? Und er hört, bau mir meine Kirche wieder auf, siehst du nicht, wie sie zerfällt? Nach dem ersten Erschrecken und der ersten Verblüffung war klar, jetzt endlich hat er eine Idee, einen Plan, einen Auftrag für sein Leben, Kirche bauen. Erst baut er die steinernen kleinen Kapellen und Kirchen ringsrum auf und merkt später, nein, es geht nicht um einen Kirchbauverein, es geht um alle Getauften, die in Wirklichkeit die Kirche Gottes sind. Er hat bei allem Leiden an den Zuständen in der Kirche sehr genau gehört, dass der Herr vom Kreuz gesagt hatte, baue mir meine Kirche wieder auf. Nicht für die Päpste, Bischöfe und Prälaten, die die Kirche mehr schlecht als recht geleitet haben, sondern für ihn, den geliebten Jesus Christus, der ihn persönlich angesprochen hatte. Und er lebt also und betet und arbeitet und singt und leidet und pflegt Aussätzige und immer mehr Brüder kommen dazu. Und immer mehr Menschen spüren durch ihn ihren Auftrag, baue meine Kirche wieder auf. Das ist es, was uns Franziskus von Assisi mit auf den Weg und auch heute mit in den Tag gibt. Da, wo du lebst, da, wo du arbeitest, da, wo Gott dich hingestellt hat, baue seine Kirche wieder auf. Und vergiss nicht zu singen und den Schöpfer für seine Geschöpfe zu danken. Der Morgenimpuls mit Schwester Katharina, Franziskanerin aus Olpe, jeden Montag bis Freitag um 6:15 im Domradio. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf domradio.de.